The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine Aufgabe für alle Altersgruppen. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Es gibt viele Gebiete, auf denen junge Leute Gelegenheiten zu hilfreichen Anstrengungen finden können. In diesem Abschlusswerk der Evangelisationsverkündigung muss ein großes Arbeitsfeld besetzt werden. Und mehr als je zuvor muss das Werk Helfer aus dem einfachen Volk aufbieten. Sowohl die Jungen als auch die Älteren werden vom Feld, aus dem Weinberg oder aus der Werkstatt gerufen und vom Meister ausgesandt, um seine Botschaft zu verkünden. Viele dieser Menschen haben nur wenige Bildungsgelegenheiten gehabt, aber Christus sieht in ihnen Fähigkeiten, die sie zur Ausführung seiner Absichten befähigen. Wenn sie ihr Herz dem Werk verschreiben und ständig weiterlernen, wird er sie zur Arbeit für ihn tauglich machen. Wie groß, wie klein eure Begabung auch immer sein mögen. Denkt daran, dass alles, was ihr habt, euch nur anvertraut ist. Dadurch prüft euch Gott. Er gibt euch eine Gelegenheit, euch als treu und zuverlässig zu erweisen. Ihr steht wegen sämtlicher Fähigkeiten in seiner Schuld. Ihm gehören eure Körperkraft, euer Denken, euer Gemüt und eure Seele, und diese Kräfte sollen für ihn eingesetzt werden. Eure Zeit, euer Einfluss, eure Fähigkeiten, eure Geschicklichkeit. Für alles muss vor dem Rechenschaft abgelegt werden, der alles gibt. Die jungen Leute, die beim Lesen des Wortes Gottes Freude und Glück empfinden und die Stunde des Gebets gerne haben, werden ständig durch Lebenswasser erfrischt. Ein solcher Mensch wird eine sittliche Höhe erreichen und einen weiten Horizont, eine Gedankentiefe haben, die sich andere nicht vorstellen können. Alle, die ihre Seelen auf diese Weise mit Gott verbinden, werden von ihm als seine Söhne und Töchter anerkannt. Sie kommen von Stufe zu Stufe voran, bekommen eine immer klarere Sicht über Gott und die Ewigkeit, bis der Herr sie für die Welt zu Kanälen des Lichts und der Weisheit macht. Wie schnell könnte da die Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen und bald wiederkommenden Heiland mit einem solchen Heer von Mitarbeitern, zu denen sich unsere jungen Leute bei richtiger Anleitung und Ausbildung entwickeln könnten, in die ganze Welt hinausgetragen werden? Wie rasch könnte das Ende kommen, das Ende des Leidens, der Trauer und der Sünde. The Lord is coming. Are you ready?